Ja, hallo, hier ist Michael Nagel, Heilpraktiker, Spagyriker, Astrologe, Hauptthema eben Alchemie auch. Und ich möchte euch gerne von dem berühmten Arzt Paracelsus etwas erzählen und eine Einführung in seine Philosophie geben, in seine grundlegenden Vorstellungen, die bis heute noch sehr wichtig sind. Davon sich wieder einen Begriff zu machen. Er spricht von den drei Säulen, die ein Arzt braucht. Das ist die Philosophie, die Astronomie und die Alchemie. Und ich möchte euch zunächst im ersten Teil etwas von der Philosophie, von dem erzählen, was er die Philosophie nennt. Also, ich möchte teilweise Zitate vorlesen und sie dann auch ein bisschen erläutern. Schreibt er in seinem Buch Paragranum: Nichts ist im Leib, das dir nicht auswendig genügend angezeigt werde. Darum sollst du sonderlich ein Wissen der Philosophie haben, dass in ihr der ganze Mensch erscheine, alle Krankheiten und Zufälle, Gesundheit und Trübsal, alle Glieder, so viel am Menschen und im Menschen sind, so vollkommen, dass auch die Augen und Ohren, die Stimme, der Atem in der Welt gefunden wird, auch die Beweglichkeit, die verdauenden Glieder, die Austreibenden, die Anziehenden und alles, das da ist. Und alles, das zur Hilfe und zur Gesundheit ist, dass dasselbe außen verstanden, gelehrt und gefunden werde. Danach auswendig der Harn besehen, der Puls gegriffen, die Farben der Physiognomie beurteilt werden. Und so das alles auswendig, sagt er, das heißt von außen her, erfahren worden ist, gehe in den inneren Menschen und arzneie ihn innen, wie du es außen erfahren hast. Das ist die Philosophie. Das ist mal klar, da braucht man nicht weiter zu viel zu sagen. Die eine Hälfte der Philosophie wächst auf der Erde, die andere im Himmel. Die untere Hälfte macht den Philosophen, die obere den Astronomen. Es sind aber beide eines Verstehens, einer Kunst. Der Arzt soll den Menschen aus der Erde, in der Erde, im Wasser, im Feuer und in der Luft suchen und darin lernen, was ihm gebricht, worin er sich erhöhe oder erniedrige, wo er gesund, wo er krank liege. Wenn er das weiß, kann er sich an die Fakultät der Arznei geben und den äußeren Menschen in den Inneren wenden, den Inneren im Äußeren erkennen. Und er soll sich allwegs hüten, dass er keineswegs in dem inneren Menschen, wie es die hohen Schulen tun, lernt, denn da ist nichts als Verführung und Tod. Denn bis sie ohne den äußeren Menschen das Menschenanliegen erkennen könnten, wie viel Äcker müssten zu dieser Erkenntnis zu Kirchhöfen werden? Ja, hier sagt er also ausdrücklich, wie wichtig es ist, den Menschen in seiner Eingebundenheit in den Kosmos zu verstehen. Denn der Kosmos, das ist der Makrokosmos, sozusagen auch der große Mensch. Und der Mensch selbst, den bezeichnet er als den Mikrokosmos, den kleinen Kosmos, weil in ihm alle Kräfte enthalten sind, die auch im Großen enthalten sind. Und wenn ich den Großen verstehe, verstehe ich auch den Kleinen. So, das ist der Ansatz. Ja, und das ist natürlich heutzutage zu einem Glaubenssatz geworden, den aber niemand mehr glaubt. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, das wieder zu verstehen, was dem tatsächlich so ist. Ne? Dass der Mensch nämlich alle Kräfte auch in sich hat, die im großen Kosmos sind. Und wenn wir die verstehen und richtig auch zubereiten, die Pflanzen, die Mineralien,
Auch den richtigen Zeitpunkt, ne? Der Stand der Gestirne, all das gehört zum Makrokosmos, das gehört zum großen Menschen, zum äußeren Menschen, wie Paracelsus sagt. Dann können wir wieder gute Heilmittel machen und Medizin. Gott hat den äußeren Menschen geordnet. Aus dem demselbigen lerne, denselben erkennen. Den können wir nicht töten noch verderben. Und wenn wir denselben erkannt haben, sollen wir danach in dem Menschen vollbringen, was wir gelernt haben. So können wir es und morden nichts. Das ist die Philosophie, dass ihr den äußeren Menschen, der heißt auch Makrokosmos, erkennt und durch ihn den Mikrokosmos, den Menschen. Soweit erstmal. Vielen Dank. Beim nächsten Mal werde ich von der Astronomie und danach von der Alchemie euch etwas erzählen. Danke für die Aufmerksamkeit.